menschenwürdiges Leben führen will, wenn man unsere Grundrechte auch praktizieren möchte, dann braucht man ein Einkommen. Ohne Einkommen können Sie an dieser Gesellschaft nicht teilnehmen. Und dann können Sie auch die Grundrechte unserer Verfassung gar nicht ausüben. Und beim Grundeinkommen erlebe ich jetzt im Moment, dass plötzlich immer mehr Menschen, für die ist es einfach evident. Gar nicht so sehr, dass die das jetzt ganz genau begründen könnten oder so, ne? Logisch, argumentativ herleiten können. Einfach sagen, ja, das ist das Richtige. Was man doch braucht in seiner menschlichen Existenz, das ist doch eine hoffnungsvolle Perspektive. Und die eröffnet sich wieder durch das Grundeinkommen, keine Frage. Also weil er Mensch ist, deswegen hat er Anspruch auf ein Grundeinkommen. Und das sollte in einer Größenordnung sein, dass er davon bescheiden, aber menschenwürdig leben kann. Die Idee von Hartz IV, dem liegt natürlich das Menschenbild zugrunde. Ich muss den Menschen erst einmal zur Leistung triezen, ne? Und dann ihm was geben. Ne? Und das ist natürlich ein Menschenbild, was die Individualität des einzelnen Menschen, auch dessen Freiheit, nicht anerkennt. Es ist eine Idee aus der alten Kiste sozusagen. Es ist eine Idee, die sich überlebt hat. Sie anerkennt nicht, dass der Einzelne nur dann kreativ für die Gesellschaft tätig werden kann, wenn er das tut, was ihm entspricht und nicht das, was jemand anderem entspricht. Wenn wir den Menschen ein Grundeinkommen geben, dann kann jemand aus der Sicherheit des Grundeinkommens das tun, was er für sinnvoll hält. Das, was er für sinnvoll hält, macht er auch gerne. Das, was er auch gerne macht, macht er gut. Und das, was er gut macht, ist produktiv. Die Frage ist, was haben wir für ein Menschenbild? Und da können Sie doch jedem Menschen unterstellen, dass er im Kern her sich in die Welt einbringen will. Aber Sie würden allen ein Grundeinkommen geben? Also auch denen, die den ganzen Tag... Nee, denen, die den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und Bier trinken und ihre Kinder verwahren? Also auch, jedem. Ja, die müssen auch leben, oder? Also ich sehe da auch das Problem der mangelnden Leistungsanreize und die Frage eben, warum arbeite ich denn überhaupt, wenn ich anderweitig auch gut versorgt bin. Heißt das, Sie glauben allen Ernstes, dass jemand, der jetzt für 345 Euro Hartz IV auf dem Sofa sitzt, in dem Moment, wo er 1.000 oder 1.500 Euro kriegt, plötzlich ein sozial denkender Mensch wird, der freiwillig irgendwo was für die Gesellschaft tut oder der irgendwie kreativ wird? Dass ich, wenn ich einem Menschen eine Menschenwürde wiedergebe, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, das von ihm heraus dann wieder eine Schaffenskraft herausgestaltet wird. Ich persönlich bin der Meinung, dass in den Menschen viel mehr drinsteckt, als man glaubt. Das ist zumindest auch meine Erfahrung als Unternehmer. Und wenn man den Menschen nichts zutraut, dann hat man sowieso keine Zukunft. Also dieses Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist eigentlich Ausdruck eines ganz negativen Menschenbildes. Was wir brauchen, ist das Menschenbild von Freier vom Stein. Das heißt, Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen. Also, aber wir müssen ihm erstmal was zutrauen, bevor er reifen kann. Ein Einkommen, hoch genug, um davon zu leben, hat auch heute schon jeder, denn sonst könnte er gar nicht leben. Die Frage ist aber, wie und unter welchen Bedingungen? Das Grundeinkommen kommt nicht obendrauf, sondern wächst in das bestehende Einkommen. Das Erwerbseinkommen wird ein Anteil darin und geringer. Die Höhe des Gesamteinkommens verändert sich nicht, wohl aber, wie es sich zusammensetzt. Das Grundeinkommen ist an die Person gebunden, nicht an eine bestimmte Arbeit. Es bleibt der Person treu bei allen Veränderungen. Es ist kein Mindestlohn, es ist keine Bezahlung für etwas, sondern es ergibt sich aus dem Recht auf Leben und auf gesellschaftliche Teilnahme. Es ist die wirtschaftliche Voraussetzung für dieses Recht und Schutz der Person in ihrer Entscheidungsfreiheit für alles Weitere. Wer heute auf Sozialleistungen angewiesen ist, wäre das mit einem Grundeinkommen nicht mehr. Das Grundeinkommen ersetzt alle staatlichen Transfergelder bis zu seiner Höhe. Nur wo Sozialleistungen darüber hinaus notwendig sind, blieben sie mit dem Betrag darüber hinaus erhalten. Mehr Geld in der Tasche hätten mit einem Grundeinkommen nur die, die heute weniger haben.
Das Grundeinkommen gilt für Mutter, Vater und die Kinder. Kinder etwas weniger, ausgezahlt an die Eltern. Es gilt für jede Person. Unabhängig davon, ob jemand alleine lebt oder in Gemeinschaft, reich ist oder arm, nett oder unfreundlich. Das Grundeinkommen setzt nicht den besseren Menschen voraus. Aber Sie sollen unbedingt auch die Möglichkeit haben, zu erklären, wie Sie dieses finanzieren wollen. Also, weil mich das auch beschäftigt hat, was Sie geschrieben haben, und versucht habe, mich damit auseinanderzusetzen. Der bundesdeutsche Haushalt beträgt zwar ungefähr 270 Milliarden Euro. Wenn man alle Haushalte der Bundesrepublik zusammenzählt, also auch die auf Landesebene, die kommunalen, kommt man auf eine Gesamtsumme von ca. einer Billion, das sind 1000 Milliarden. Sie kennen sich da besser aus als ich mit der Zahl. Wenn man jedem 1500 Euro im Monat geben würde, würde man im Jahr auf ungefähr 1,5 Billionen Kosten kommen. Wie wollen Sie das finanzieren? Also mit 1500 Euro würden wir ja in keinem Fall anfangen. Das ist eine Zielgröße. Anfangen würden wir mit 800 Euro ungefähr. Wäre immer noch ganz erklecklich. Immer noch ganz erklecklich. Mehr als aber das Problem, was Sie haben, Herr Di Lorenzo, wenn ich es mal so unmittelbar ausdrücken darf, das Problem ist, dass Sie, statt jetzt die Idee verstehen zu wollen, anfangen, mit dem Rechenschieber zu denken. Und wenn Sie mal genau hingucken, in die Gesellschaft, dann sind wir doch alle versorgt. Das ist doch nicht so, dass wir hier kein Einkommen haben, sondern wir organisieren das Einkommen nur anders. Das entstehen nicht diese Mehrkosten, entstehen nur dort die Mehrkosten, wo Menschen zum Beispiel weniger bekommen, wie heute 800 Euro zum Beispiel, was ein Arbeitslosengeld 2 ist mit den Zuschlägen. Heute sparen, und das kommt daher, dass unser Steuersystem macht uns arm. Unser Steuersystem macht uns arm. Das heißt, wir verhungern in der Fülle. Dabei sind wir als Gesellschaft noch nie so reich gewesen wie heute. Wir haben noch nie in dem Umfang Güter und Dienstleistungen hervorbringen können wie heute. Keine Generation. Unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die hätten sich das gar nicht vorstellen können. Um uns herum türmen sich die Warenberge und wir leisten uns Armut. Und das ist eigentlich ein Skandal. Und damit merkt man, dass das Grundeinkommen keine wirtschaftswissenschaftliche Fragestellung ist, sondern eine normative. Wir müssen uns fragen, wollen wir das? Und so gesehen haben wir kein Unterschichtenproblem, dieser bedauerliche Begriff, der jetzt, sondern wir haben ein Oberschichtenproblem. Problem der Oberschicht ist, dass sie nicht in der Lage ist, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen herzustellen, die unserer, dem, was wir wollen, siehe Grundgesetz, und dem, was wir können, siehe Möglichkeit, Fähigkeit, Güter hervorzubringen, dem entspricht. Also das Grundeinkommen ist sozusagen auch eine gewisse Härte, ne? Weil man ist auf sich selbst zurückgeworfen. Da zählen keine Ausreden mehr.